Yes, Leute, willkommen in diesem neuen Video. Simon Mattis hier und wir sprechen jetzt über das Thema Abnehmen trotz Schichtarbeit. Ist ja für viele Leute ein Problem, weil sie sagen, hey, ich weiß nicht, wann ich essen soll, ich weiß nicht, wann ich trainieren soll, ich fühle mich immer müde und schlapp. Bedeutet, wenn du aktuell abnehmen willst, aber in der Schichtarbeit steckst, wo du sagst, boah, es ist schon schwieriger abzunehmen als wie für Menschen mit einem geregelten Alltag, dann ist das Video hier genau das Richtige für dich. Und dann würde ich sagen, quatschen wir auch gar nicht lange rum, sondern starten jetzt direkt mal los. Ja, wenn man in Schichten arbeitet, dann ist ja oft so ein bisschen das Problem, erstmal, dass man sich oft müde und schlapp fühlt, weil man einfach keine geregelten Schlafzeiten hat. Weil man teilweise mal morgens arbeitet, dann arbeitet man mal abends und man kommt da nie in so eine Routine rein. Was es natürlich ein bisschen schwerer macht, als wie Menschen, die sagen so, hey, ich habe jeden Tag irgendwie von 8 bis 17 Uhr, da kann ich nachher ins Training gehen, ich weiß genau, wann ich esse. Und in der Schichtarbeit ist halt oft das Problem, dass Menschen sagen so, hey, ich weiß jetzt gar nicht, soll ich so früh am Morgen dann was essen oder ist das irgendwie schlecht? Soll ich so spät abends noch was essen oder ist dieses mit, hey, nach 18 Uhr essen, das ist ein absolutes No-Go, stimmt das doch? Und wie ist es mit dem Training? Macht es Sinn, um 3 Uhr in der Früh trainieren zu gehen oder dann irgendwie zwischendrin? Wie soll ich das für mich regeln? Und da will ich dir jetzt erstmal ein bisschen Last von den Schultern nehmen. Und zwar, wenn du bisher schon mal versucht hast abzunehmen und daran gescheitert bist, dann ist das absolut nicht deine Schuld. Denn du hast keinen geregelten Alltag. Eine 0815-Diät oder 0815-Trainingsplan, der kann für dich nicht funktionieren, weil du keinen 0815-Lebensstil hast, weil du keine normalen Routinen hast. Bedeutet, vorneweg schon mal gesagt, ja, es ist machbar, auch mit Schichtarbeit einfach abzunehmen. Ich habe in den letzten Jahren viele Leute betreut, die in Schichtarbeiten arbeiten und die bekommen das hin. Nur, man muss das Ganze halt individuell anpassen. Auf die Schichten, auf die Person und auf das Ziel. Eine 0815-Diät, die wird für dich nicht klappen. 0815-Trainingsplan wird für dich nicht klappen. Bedeutet, verabschiede dich mal von diesen Standardsachen. Wobei ich ja sowieso ein großer Freund davon bin, dass ich immer sage, so, ja, vergiss diese Standardsachen, weil wir sind ja alles Individuen. Jeder von uns hat einen anderen Alltag. Jeder von uns hat andere Gelüste. Jeder von uns hat andere Ziele. Bedeutet, jeder von uns braucht natürlich auch einen anderen Plan. Du kannst nicht dem einen das geben, dem anderen das und denken, beide kommen jetzt ans Ziel. Obwohl der andere Mann ist, der andere, die andere eine Frau, der eine ist 50, der andere ist 20, der eine hat Schichtarbeit, der andere hat einen geregelten Bürojob. Bedeutet, ganz wichtig für dich festgehalten, erstens, ja, es ist machbar, mit Schichtarbeit abzunehmen. Ich habe das schon sehr, sehr oft mit Menschen gemacht. Zweiter Punkt, das ist das, was wir hier mal lösen müssen, dieses Nein. Es ist nicht die Arbeit, die schuld an dem Ganzen ist. Und du bist nicht deswegen gezwungen, dein Leben lang dick zu sein. Nur weil es bisher oft nicht geklappt hat. Das ist ganz normal. Wenn das geklappt hätte, dann wäre das sehr erstaunlich gewesen. Weil, sag mal, das ist wie, sagen wir, du sprichst Deutsch. Und dann bekommst du aber, um einen Schrank aufzubauen, eine Anleitung auf Chinesisch. Da wird es für dich recht schwer sein, das Ganze zusammensetzen. Und darum, was du brauchst, um wirklich erfolgreich und nachhaltig abzunehmen, ist ein Trainingsplan, der auf dich angepasst ist. Ein Ernährungssystem, was zu dir, deinen Zielen, deinen Schichten passt. Und auch beim Schlaf, dass dir da mal jemand zeigt, worauf es ankommt. Denn jetzt mal angenommen, stell dir jetzt mal vor, du würdest von dem Experten einen klaren Plan bekommen, der auf dich, deinen Alltag und deine Arbeitszeiten angepasst ist. Wo genau drin ist, hey, wenn du die Schicht hast, dann solltest du da trainieren gehen, das sollte man essen. Es ist nicht schlimm, abends zu essen, dass du einfach mal für dich ganz genau weißt, weil du willst ja abnehmen. Du bist ja eigentlich auch bereit, die Dinge zu tun, die nötig sind. Nur, du weißt halt nicht, wie es geht. Und darum machen wir es zum Beispiel immer so, wenn Leute zu uns kommen und sagen, hey Simon, ich würde gern abnehmen, aber ich habe dies und jenes Problem. Dass wir uns erstmal mit ihnen komplett kostenlos zusammensetzen und die beraten.
Das heißt, wenn du da zum Beispiel Interesse dran hast, dann klick mal den Link unterhalb von diesem Video. Dann kommst du auf eine Seite, wo nochmal alles zusammengefasst ist. Dann füllst du einen kurzen Fragebogen aus. Und dann werden wir uns mit dir persönlich über Videotelefonie 45 bis 60 Minuten zusammensetzen und einen klaren Schritt-für-Schritt-Plan ausarbeiten, mit dem du es schaffen kannst. Und da werden wir natürlich deine, sage ich jetzt mal, ein bisschen spezielle Situation durch die Arbeit berücksichtigen. Nur ganz wichtig für dich zu wissen, wenn du schon aufgeschaltet bist, ist es nicht deine Schuld und es ist machbar, auch mit Schichtarbeit abzunehmen. Nur, worauf du halt noch ein bisschen mehr achten musst, ist eben, dass du was Besonderes brauchst, dass du was Angepasstes auf dich brauchst. Und wenn du jetzt noch so ein bisschen Inputs auch willst, dass du wirklich siehst, es ist machbar, geh mal auf Instagram, entweder auf meinen Account, simon.matis_, da poste ich gefühlt jeden Tag Kundenergebnisse. Da sind auch sehr, sehr oft Menschen dabei, die einen schweren Alltag haben, die da sehr durchgetaktet sind, die in der Schicht arbeiten. Oder geh mal auf simon.matis_, verlinke ich einfach auch mal hier unten. Da habe ich einen extra Instagram-Account erstellt, wo Leute darüber sprechen, über die Erfahrung mit unserem Coaching. Wo ich Vorher-Nachher-Bilder poste, wo ich Erfahrungsberichte poste. Damit man für sich persönlich auch einfach mal sieht, ja, es ist machbar. Weil wenn du erkennst, dass es machbar ist, dann ist schon mal ein sehr, sehr großer Schritt getan. Wenn du allerdings immer noch denkst, boah, aufgrund von meiner Schichtarbeit und so ist das nicht möglich, dann ist es sehr schwer. Und der zweite Schritt, den du machen solltest, damit du wirklich nachhaltige Ergebnisse erzielst, damit du dich endlich wieder wohlfühlen kannst, damit du Klamotten anziehen kannst, die sitzen, damit du endlich mal wieder diese Hose oder diesen Pulli in deinem Schrank, der dir schon ewig zu klein ist, den du vielleicht mal gekauft hast aus guter Absicht, endlich mal anziehen kannst, dass du dich wohlfühlst und dass du auch mal deinen ganzen Kollegen zeigen kannst, hey, Schichtarbeit ist keine Ausrede, dass man dicke ist. Darum will ich dich jetzt mal anhauen. Schau, dass du in die Gänge kommst, weil die Plätze für diese kostenlosen Beratungsgespräche, die sind recht flott weg. Und es kann sein, dass wir demnächst damit aufhören müssen, weil einfach der Andrang zu hoch ist. Das ist ein Service von uns, wo wir wirklich sagen, wir wollen Menschen weiterhelfen. Darum machen wir das Ganze auch kostenlos. Das heißt, wenn du Interesse an dem Ganzen hast und du wirklich ernst bist mit dem, bedeutet das Ganze, was wir da machen, ist auch keine Wunderpille, vorneweg gesagt. Du musst dann wirklich auch die Dinge, die wir dir mitgeben, umsetzen. Aber wenn du da Bock drauf hast, in Form zu kommen, fitter zu werden und auch mehr Energie im Alltag zu haben, dann klick den Link unterhalb von diesem Video und bewirb dich jetzt einfach mal. Einfach draufklicken, Seite durchlesen, kurz Fragebogen ausfüllen, dann schauen wir uns deine Situation an und werden einen Termin mit dir vereinbaren. Bedeutet, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich wünsche dir jetzt noch einen mega, mega schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Simon Matis. Hau rein. Ciao, ciao.